Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Diesmal spiele ich Pokémon X. Das Spiel ist am 12. Oktober 2013 weltweit erschienen und da das auch inzwischen schon wieder über 2 Jahre her ist, dachte ich mir, dieses Spiel ist deutlich retro genug, um mal wieder gespielt zu werden. So, wir spielen natürlich auf Deutsch und wollen auch keine Zeit verlieren und direkt loslegen. X. Das X steht für... Na, wer es nicht weiß, soll sich überraschen lassen. Dann mal los. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ein Professor mit komischen Strichen auf den Wangen. Sieht aus wie Schnurrhaare. Mein Name ist Platan. Ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Mehikel! Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Die Pokémon sind rätselhafte Lebewesen. Man findet sie überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht, und leben in Eintracht miteinander. Aber sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Wieder die schwierigste Frage im ganzen Spiel. Ich bleib meiner Linie treu und spiele als Junge. Blond oder dunkelhaarig? Dunkelhaarig. Aha, verstehe. Und wie lautet dein Name? Mein Name lautet... M to the A to the R-E-K. Yay! Fremdschämen ist angesagt. So, Marek heißt du also. Ist das richtig? Glaub schon. Marek, was? Ein toller Name. Finde ich auch. Marek, in wenigen Augenblicken wirst du in der Kalos-Region ankommen. Lernen dort allerlei Pokémon und Menschen kennen. Sie werden deinen Alltag sicher bereichern. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Reise. Auf geht's in die Welt der Pokémon. Der Text, der scrollt verdammt schnell automatisch, wenn man den laut vorlesen will. Huch, Datiri! Kommt Datiri geflogen. Pickt mir schlafend in den Po. Guten Morgen. Ach, ich habe ja eine Wii U. Voll cool. Despinio I. Einmal fix umgezogen. Nacktszene wurde uns zum Glück erspart. Lass dich mal... Ach, wir haben uns ja schon angeguckt, dann... Egal. Los geht's! Hallo, Mama! Guten Morgen, Marek. Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast du dich vom Umzug erholt? Es wird Zeit, dass du etwas frische Luft schnappst. Wie wär's, wenn du unsere neuen Nachbarn begrüßen gehst? Mann, ich will aber mit Datiri spielen. Kirili! Kleiner Piepmatz. Tür auf. Huch, wer seid ihr? Hallo, Ladies. Hallo. Ich bin Serena. Ich wohne gleich nebenan. Und ich bin Sanna. Schön, dich kennenzulernen. Na, ihr geht aber ran. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. In der Kalos-Region gibt es einen berühmten Pokémon-Professor namens Platan. Er hat uns 3 und 2 weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auserkoren. Woher er dich kennt, obwohl du doch gerade erst nach Eschischer gezogen bist, ist uns aber ehrlich gesagt schleierhaft. Aber das finden wir schon noch heraus. Gehen wir erstmal ins Nachbarstädtchen. Dort bekommen wir angeblich Pokémon. Also los, den letzten beißen die Yorklef. Woher kennt die Yorklef? Yorklef leben in... Einal und nicht in Kalos.
Hallo, Rihorn, hoch! Springst direkt auf. Wie unverschämt ist das denn bitte? Hast es bestimmt wütend gemacht, du Trampel. Das Kissia-Fahrt, okay. So. Erstmal kurz ins Optionsmenü. Texttempo maximieren. Okay. So, dann speichere ich an dieser Stelle erst einmal. Denn speichern schadet nie. Aquarellia. Hey Marek, hier drüben sind wir. Wir haben gerade von dir gesprochen. Komm, setz dich zu uns. Da wären wir also, Marek. Das ist der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen, das ist Marek. Du bist das also. Sanna hat uns schon von dir erzählt. Marek kennt die Hälfte von uns noch gar nicht. Ich stelle ihm besser erstmal alle vor. Das hier ist Tiano. Er liebt imposante Tänze. Das ist Trovato. Ein Meisterhörn, das bei jedem Test die volle Punktzahl abkommt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Schön, euch alle kennenzulernen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Wie findet ihr zum Beispiel Lord M? Wie findest du zum Beispiel Lord Gay, du komisches... Du siehst aus wie ein Schneemann. Nächster, ich habe eine viel bessere Idee. Mini-M passt viel besser zu ihm. Hast du sie noch alle? Komische Tussi. Trovato, hast du auch einen Vorschlag? Was? Ich soll einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben? Aber gut, wenn ihr darauf besteht, wie wär's denn mit Monsieur M? Monsieur, du französische kleine rothaarige, ich sag lieber nichts mehr. Fragen wir am besten den, der später mit dem Spitznamen leben muss. Uah. Ihr dürft mich Ihr dürft mich nicht Marek nennen, das ist mir viel zu persönlich. Ihr dürft Werbung für diesen Channel hier machen, deshalb dürft ihr mich Crazy Hands nennen. Du willst also Crazy Hands genannt werden? Ja, bitte. Schön, Crazy Hands ist echt der perfekte Spitzname für dich. Wir werden uns bestimmt gut verstehen, also nenne ich dich auch einfach so. Aber jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Tiano. Zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Mach ich doch sofort. Trovato, Tomato... Diese Spitznamen, ne? Sowas dämliches. Trovato, Tomato und ich haben schon Pokémon. Trotzdem bin ich irgendwie neidisch auf euch drei. Na dann... Fynx, Igamaro oder Froxy? Gar keine Frage, ich entscheide mich wie so oft für den Wasserstarter, also nehme ich Froxy. Froxy erhalten. Möchtest du den Pokémon, für das du dich entschieden hast, einen Spitznamen geben? Sehr gerne. Oh, das ist weiblich. Dann nenne ich es Amanda. Bist du mit Amanda als Spitznamen zufrieden? Ja, sehr. Na schön, ich hätte gerne Fünks zum Gefährten. Hui, wir zwei geben vielleicht ein süßes Team ab. Wer uns sieht, kriegt glatt einen Zuckerschock. Hallo Igamaro, ich bin Serena. Nett, dich kennenzulernen. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, denn ohne dich wäre ich jetzt kein Pokémon-Trainer. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe auch noch etwas für euch. Dieses nützliche Gerät wird euch dabei helfen, euer Wissen über die Pokémon zu vertiefen.
Ein Pokédex! Der Pokédex, den ich euch gerade überreicht habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Er legt automatisch für jedes Pokémon, dem ihr begegnet, einen Eintrag an. Zu eurer Information, der Pokémon-Professor erwartet, dass wir mit unseren Pokémon auf Reisen gehen und den Pokédex vervollständigen. Mit anderen Worten, der Professor hat uns eine sehr wichtige Mission anvertraut. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Mach dich mal locker, Trovato Tomato. Arbeit muss nicht immer vor dem Vergnügen kommen. Crazy Hands, schau mal her. Das ist ein Brief vom Professor. Er ist an deine Mutter adressiert. An meine Mutter? Ist der Professor etwa ein alter Milfhunter? Professor Platan wird sich sicher freuen, dass die Übergabe glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. Tschüssi! Wir wurden aus allen Kindern der Kalos-Region auserwählt, um ausgerüstet mit einem Pokémon und einem Pokédex auf Abenteuerreise zu gehen. Aber bevor es soweit ist, sollst du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Mache ich doch gern. So, aber als erstes Mal möchte ich mir angucken, wie sieht's denn mit Amanda aus? Amanda ist froh. Mhm. Froh, dann muss ich Amanda physisch spielen, aber das ist vollkommen in Ordnung für mich. Kann ich sehr gut mit leben. Also, so sei es. Ein physisches Froxy. Einen Moment noch, Crazy Hands. Ich hätte gern, dass du mein erster Gegner bist. Es ist soweit, Fünks. Unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knuffig ist wie du, kann ja gar nicht verlieren. Denkst du, hm? Huh? Na dann. Zeig mal, was du kannst, Amanda. Auch wenn du froh bist, Blubber wird ja wohl trotzdem ein bisschen wehtun, oder? Ja, passt schon. Blub, blub. Dadurch, dass die Pokémon auf Level 5 hier schon eine Attacke von ihrem eigenen Typ können, ist das natürlich ziemlich leicht. Das Spiel ist halt idiotensicher. Schade, es gibt hier keinen Hürdenmodus, so wie in meinem Let's Play von Pokémon Weiß Edition 2. Das übrigens parallel zu diesem Let's Play auch noch läuft und in die Verlängerung geht. Aber das nur nebenbei erwähnt. Wow, du hast's echt drauf, Crazy Hands. Warte, ich heile dein Pokémon. Sag deiner Mutter einen schönen Gruß von mir. Sie kennt dich überhaupt nicht. Was soll das? Nur diese aufdringlichen Menschen, das ist ja fürchterlich. Sind die hier in Kalos alle so drauf? Das wäre ja fürchterlich. Mama, ich habe hier einen Brief von Herrn Professor Milfhunter. Und was hast du mit den Nachbarskindern unternommen? Moment mal, Marek, dieser Pokéball. Hast du etwa ein Pokémon bekommen? Glückwunsch, dann bist du jetzt auch ein waschechter Pokémon-Trainer. Was sagst du da? Du hast einen Brief für mich? Ja, von deinem Verehrer. Von jemandem namens Platan? Habe ich etwa einen heimlichen... Sie kann Gedanken lesen, oder was? Habe ich etwa einen heimlichen Verehrer? Oh, wie aufregend. Triff dich doch mal mit ihm. Vielleicht macht das dir französisch. Ich habe nichts gesagt. Oh, was für eine schöne Handschrift. Mal sehen, er möchte mich um etwas bitten. Aha, so ist das also. Marek, kaum sind wir hergezogen und dann gleich sowas. Aber gut, ich bereite gleich alles für deine Reise mit Froxy vor. Die hat 5 Sekunden gebraucht. Hier, Marek, ich habe dir auch ein paar Klamotten zum Wechseln eingepackt. Ach, das kommt alles so plötzlich. Genau wie der plötzliche Endspurt eines Teilnehmers in einem Rihorn-Rennen. Du hast Freunde gefunden. Du hast ein Pokémon bekommen. Und jetzt wirst du Kalos bereisen. Ah, vergiss das hier nicht. Eine Karte. Du weißt, wie man eine Karte liest, oder? Ja.
wie die Mutter, so der Sohn. Wähle im Beutel die Karte aus, wenn du sie benutzen willst. Ich weiß zwar selbst nicht, was dieser Professor Platan dir zeigen möchte, aber eine Reise mit einem Pokémon ist etwas Wunderbares. Nicht wahr? Rion! Ah! Es wird mich aufspießen, oder auch nicht. Ah! Tu mir nichts! Ach, du warst das, Rihorn. Hahaha, es will dir eine gute Reise wünschen. Klare Sache, immerhin seid ihr beiden seit eurer Geburt dicke Freunde. Ich bin nicht dick. Pass gut auf dich auf, Marek. Ich hoffe, du machst das Beste aus der Zeit. Aber darüber brauche ich mir wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Du hast schließlich ein Pokémon. So, und jetzt, wo du deinen Sohn innerhalb von 2 Minuten vor die Tür gesetzt hast, glaubst du, du kannst hier den Professor einladen und mit dem wilde Orgien feiern, oder was? Mit deinem heimlichen Verehrer. Besteht diese Stadt hier nur aus ein paar Tischen? Das ist ziemlich traurig. Ach nee, hier. Da gibt's auch noch Häuser. Huch, was ist das für eins? Hallo. Oh, Pokebälle. Wow. Ich nehme mal 3 Stück. Kann sein, dass wir noch welche geschenkt kriegen, aber falls nicht, sind wir schon mal ausgerüstet. Hier gibt's keine versteckten Geschenke. So ein Scheiß. Sehr ernüchternd. Hey Trainer, im hohen Gras wirst du manchmal von wilden Pokémon überrascht. Aber keine Sorge, dein Team wird sich ihnen tapfer zum Kampf stellen. Danke für die Warnung. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Route 2. So, ich speichere... verrutscht. Entschuldigung. Ich speichere nochmal kurz, denn speichern geht hier ja verdammt schnell. Und schon begegnen wir dem ersten wilden Pokémon. Ein Taubsi. Da kommen wir extra nach Kalos, um dann einem Kanto-Pokémon zu begegnen. Das ist doch äußerst ernüchternd. Ach, Grütze. Warum ist Pfund so schwach? Wäre unser Froxy ein Männchen und kein Weibchen gewesen, dann hätte ich es Benny genannt, weil Froxy aussieht wie Benjamin Franklin. Hallo. Oh, hallo Crazy Hands. Lass uns doch zusammen lernen, wie man Pokémon fängt. Serenas Mama und Papa sind hervorragende Trainer. Deshalb weiß sie auch ganz genau, wie man Pokémon fängt und mit ihnen kämpft. Nun ja, Mama und Papa sind schon gut, aber mit meinem Können hat das nur bedingt etwas zu tun. Schau doch mal eben zu. Ah, wie aufregend. Ein Skoppel. Oh, sie hat schon ein Datiri. Wie schön, wie schön. Tackle. Interessant, das habe ich ja noch nie gesehen. Und 50 Pokebälle hast du, ja sicherlich. Wer hat dir denn das Geld in den Hintern gesteckt, mit dem du dir 50 Pokebälle kaufen kannst, Fräulein? Sind wir etwa eine kleine Shopping Queen? Und ein Skoppel hast du jetzt auch noch, na toll. Herzlichen Glückwunsch. Wow, steckt das Pokémon jetzt etwa in diesem Ball drin? Nein, das ist Zauberei. In Wirklichkeit ist es hinter deinem Ohr. Aber Sanna, überleg doch mal, wo befindet sich denn dein Phynx gerade? Ich gebe euch am besten auch ein paar Pokebälle mit auf den Weg. Tja, hätte ich keine kaufen müssen. Hm. Egal, was soll's.
Haben wir halt ein paar auf Vorrat. Das waren Pokebälle, stimmt's? Kann ich damit auch Pokémon fangen? Nein, du nicht. Du bist zu blöd dazu. Klar, die Pokémon in dieser Gegend sollten sich problemlos mit Pokebällen fangen lassen. Okay, wenn ich einem süßen Pokémon begegne, werfe ich einen Ball nach dem anderen. Und dann freue ich mich mit ihm an. Wenn du wilde Pokémon fängst, werden außerdem auch deine Pokémon stärker. Viel Erfolg. Danke. Na dann würde ich sagen, für die erste Folge war das doch schon mal ganz gut. Ich bedanke mich für euch. Für euch? Ja, für euch auch. Bei euch fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr schaltet wieder rein und verfolgt mein neues Let's Play von Pokémon X. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.